Enigmatis. Die Seelen von Maple Creek. Folge 22. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde, ich dachte mir, zwei Folgen Enigmatis in diesem Monat ist ein wenig wenig. Deswegen spielen wir jetzt ein bisschen weiter. Wir haben einen Korken gefunden, wobei ich mir nicht so hundertprozentig sicher war, was ich damit soll. Auf der anderen Seite, ja, wollte ich gerade eben sagen, vielleicht entsteht ja dort irgendwo ein Wimmelbild, weil wir jetzt was getriggert haben und genauso ist es. Ja gut, schauen wir doch mal, dass wir das gleich machen, oder wie seht ihr das? Okay, Ankkreuz, Radmuttern, Puderdose, ich hatte so eine Ahnung. Glühbirne, Stirnband, Latschen. Kaktus, Pipette, Schiff. Sieg? Was ist denn? Achso, Sieg. Hut und Pilz. Okay. Das waren die Latschen. Ich dachte zuerst, das wäre eine Mütze, aber er hat ja Hut gesagt. Das Ankh-Zeichen. Stirnband. Pipette. Puderdose, Radmuttern. Meint er das? Das sind aber keine Radmuttern, Freunde. Das sind Schrauben. Muttern sehen anders aus. Und wieder einmal. Aber lassen wir das. Man gewöhnt sich dran. Puderdose. Stirnband, Pipette und Pilz. Stirnband. Pipette und Pilz. Das war eigentlich recht schnell. Schade, aber unter einer Minute war es wohl nicht. Ich fand aber, das war schnell. Schade. Eine Pipette. Hä? Muss ich mit der Pipette jetzt das Harz holen oder was? Ich habe überlegt, vielleicht muss ich den Korken mit dem Harz einschmieren und dann in das Loch. Oder in Kombination, aber naja, gut, aber Pipette könnte natürlich auch sein. Ja. Musste gerade überlegen, wie komme ich denn jetzt am schnellsten dahin? Aber dann wohl so. Jetzt macht er wieder hier Musikjumper rein. Dafür kann ich nichts. Kann ich dir den Korken zum Beispiel da eintauchen? Oder anders, jetzt probieren wir erstmal. Hoppala, das war's nicht, was ich wollte. Jetzt probieren wir erstmal den Korken da reinzustecken, was er da. Vielleicht sagt er da was. Ich glaube schon, dass es gehen könnte. Okay, das war richtig. Es tropft noch ein wenig. Ich brauche etwas, um die Lücken zu füllen. Naja, Harz. Und das hole ich jetzt mit der Pipette. Ja gut, dann war der Gedanke ja nicht so falsch. Dann geht's ja jetzt richtig weiter zum Start der Folge. Naja, euch wird's recht sein. Wasserfestes Harz. Na gut, machen wir das. Cool. Und dann können wir eine Überfahrt machen, denke ich. Was sagt er da? Wasserfestes Harz. Okay, oder sie. Aber solange das im Wasser ist, aber ja, gut, von mir aus. War es das schon? Nun, da das Leck dicht ist, sollte ich das Boot leer schöpfen. Ach, leer schöpfen muss ich es auch noch. Ja, gut, das kann man machen. Das könnte etwas dauern. Aha. Rudere ans andere Ufer des Sees. Cool. Dann machen wir das mal. Also, da hätte ich mir jetzt eine Animation gewünscht. Und wieder einmal denke ich mir, da hat Haus der tausend Türen ein bisschen mehr gerissen. So eine kleine Überfahrtsanimation. Wie sie da rudert oder so. Aber nun gut. Auf jeden Fall ist das hier ein komplett neuer Bereich, sage ich mal. Ich bin hier auf der Suche nach der Ritualstelle. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob hier noch irgendwas ist, aber anscheinend kann man da nur laufen. I remember now. Detective! Here! Here, take this! Inside are the answers to the remaining riddles. I was running, then the car crash, the man. But still, what exactly happened by these rocks? Aha, ich hab Gänsehaut. Gerade sage ich noch was für ein Cutscene. Uha, mich schüttelst. Also sie hat wohl an dem Ritualort was Furchtbares gesehen, wollte fliehen mit dem Auto?
hat bei dem Regen einen Unfall gebaut, war verletzt und dann kam der Mann, den wir dann später wieder trafen und hat ihr die Tasche gegeben. Aber was hat sie so erschreckt, dass sie selbst als Inspektor die Flucht ergriffen hat? Na, die Folge fängt aber heftig an. Könnt ihr euch nicht beschweren. Ich glaube, hier ist jetzt was Neues. Eingang, bla bla bla. Ich glaube, das hier ist neu. Ich erinnere mich, ich lief in Angst, so schnell ich konnte, weg von genau diesem Ort. Ich sprang ins Auto und raste nach Maple Creek. Ich dachte, weg von Maple Creek, aber was ich nicht verstehe, sie war dort mit dem Auto. Okay, das Auto ist kaputt, aber warum brauche ich dann im zweiten Versuch ein Schiff? Na egal. Am Rand der Stadt blies der Sturm meinen Wagen gegen einen Baum. Ach so, lief das? Okay, gut, beim Tornado. Ich lief zu meinem Zimmer und stieß auf Kates Freund, der versucht hatte, mich zu finden. Ach, das ist Kates Freund. Von Kate Burrows. Ach so. Er hielt diese Tasche in der Hand. War das die Tasche von Kate oder was? Kates Freund. Eines ist mir jedoch noch unklar. Vor wem oder was bin ich damals von diesem Hügel geflohen? Ha, das möchte ich auch mal wissen. Ist das neu? Kennen wir das schon? Seltsame Runen? Auf diesem Stück Papier stehen einige Runen. Aber welches Papier? Sie ähneln jenen, die ich auf der Zeichnung der Glocke gefunden habe. Es könnte ein wichtiger Code sein. Ich weiß es erst, wenn ich den Rest der Seite finde. Ist das ein Bug oder müsste da jetzt hier ein Blatt Papier zu sehen sein? Na egal. Hoppla, das war es nicht, was ich wollte. Ich wollte die Aufgaben sehen. Denn irgendwas... War das eine Stätte voller Fragen? Ich glaube ja. Also was wir gerade abgegolten haben, oder wie man sagen will. Betritt die Katakomben unter dem Felsen und erkunde sie. Ist auch noch eine Aufgabe. Aha. Ist das jetzt irgendwo ein Eingang oder muss ich da jetzt reinkrabbeln oder? Was war das? Hier ist was. Was ist das? Blut? Blut. Und ein zerschnittenes Seil. Es erinnert mich an etwas, doch was genau? War sie gefesselt und hat mit dem Stein jetzt da an dem Seil rumgefetzt und sich dabei verletzt oder was? Wollten sie womit sie opfern? Oha. Dam, dam, dam. Was soll das sein? Moos und irgendwelche Runen. Die Einkerbungen sind mit Moos überwuchert. Na gut, oder? Ich habe nichts zum Freikratzen. Was ist denn das? Ah. Das ist jetzt Teil Nummer 3. Dann müssen wir wahrscheinlich zurück und auf diesem Friedhof durch die Tür. Weil ich habe jetzt nichts, um das Moos wegzukratzen. Nicht wirklich. Entzünden können wir es auch nicht, vermutlich, oder? Ja, dann ist das vermutlich die nächste Aufgabe. Dieses Schädelornament zu nutzen. Hier kann man nichts mehr machen, oder? Ne. Ja, dann machen wir mal das mit dem Schädel. Was ist das? Achso, das ist immer noch dasselbe. So, aber weit weg. Aber na gut. Ja, das ist doch mal nach meinem Geschmack. Jetzt geht's mal ein bisschen weiter hier. Ja, dann gehen wir mal zum Friedhof. Ich bin nochmal gespannt, wann das Ganze durch ist. Wir werden es erleben. Wir werden es, Friedhof war dann aber, glaube ich, die Richtung. Ne, Moment. Oder? Jetzt bin ich selber verwirrt. Nee, gar nicht wahr. Ist gar nicht immer so einfach. Ich habe eh keinen guten Orientierungssinn. Das kriege ich auch nicht runter. Immer nicht. Genau, jetzt müssen wir nämlich zum Friedhof. Denn ich denke mal, das da hier wird es sein. Das ist nämlich die Form. Jetzt geht die Tür auf, oder? Das war so klar. Oha, zum Grab. Warum kann man hier in diesem blöden Spiel nicht speichern? Alles klar. Oha, sag's nicht. Ist das jetzt Kate oder was? Oh Mann, und ich dachte für den Moment, vielleicht können wir ihr noch helfen. Oh oh. Ah, sie lebt noch, oder? Lebt sie noch? Kate! Muss man einen Screenshot machen. Oder ist sie schon tot? Vielleicht schläft sie nur oder ist bewusstlos. Kate? Oh, alles klar. Kate Burrows? Are you all right? I'm here to rescue you. Ich bin dein Retter. That old preacher did this. I don't even know what he wanted from me. Shh. He might still be lurking around. I need to get you out of Maple Creek, but my car is broken down and the CB radio's just broken. Can't we phone someone? And what about the others?
No one will help us now. And the phone lines are down from the storm. Have you seen my boyfriend? He has a car. I'll go look for him. You go hide and wait for us at the gas station. And whatever you do, don't get found. Schon wieder Gänsehaut. Heieiei. Na, ist die Findicates Freund? Ziel erreicht, Findicate Boris. Das finde ich jetzt schön oder cool oder keine Ahnung was, das freut mich irgendwie. Ich habe nämlich mal einen Screenshot gesehen, irgendwie so, und dachte mir, die ist vielleicht tot oder so. Das fände ich irgendwie nicht so cool. Aber freut mich, dass es geschafft hat oder dass wir sie retten konnten. Wobei wir noch nicht fertig sind. Ich habe... Also, das ist was los. Oder da ist was los. Ich kann schon nicht mehr reden. In der Folge, aber so soll es sein. Endlich geht mal hier der Punk ab. Ich habe Kate gefunden. Ich habe sie gefunden. Der Prediger hat Kate in einer Gruft eingesperrt. Kate Burrows. Ich muss Kate aus Maple Creek schaffen. Ihr Peiniger könnte noch in der Stadt sein. Der Sturm hat alle Leitungen gekappt und mein Wagen ist Schrott. Kate glaubt jedoch, dass ihr Freund helfen kann. Mein Freund hat ein Auto. Finde ihn. Es muss der junge Mann sein, mit dem ich sprach. Doch wo ist er? Vor allem war der nicht auch so besessen, wobei das wahrscheinlich geendet hat, als die Glocke fiel. Kates Freund, wo ist der? Ich bat Kate an der Tankstelle auf mich zu warten. Ich muss ihren Freund finden, sowie sein Auto. Muss Kate aus der Stadt schaffen. Okay. Holy moly. Jetzt wird's langsam interessant. Was ist das? Eine Urne oder was? Merkwürdig. Die Urne rührt sich nicht und der Deckel scheint mechanisch zu sein. Was ist denn das? Hier war einst etwas angebracht. Nein. I don't know. Das finde ich jetzt schön, dass es überlebt hat. Die Arme. Ist das ein Wimmelbild? Ja. Vorhängeschloss? Was? Mars-Symbol? Was ist denn ein Mars-Symbol? Schürhaken? Laterne? Davon gibt es wohl zwei. Blasebalg? Gehstock? Mhm. Schaufelhammer? Axtstiel? Kolibri? Zepter und Säge? Den kriegen wir bestimmt, oder... Ja, also, oder... Ja, den Stiel, genau. Den Axtstiel. Den können wir noch brauchen, wette ich drauf. War nicht Gehstock? Kolibri. Kolibri, ist der da irgendwo? Oder bestimmt aufgemalt bei meinem Glück. Was ist denn ein Mars-Symbol? Ach das. Möchtest du das Mars? Wohl eher ein Symbol für einen Mann. Ist das auch wieder falsch oder habe ich da was missverstanden? Schaufel und Hammer. Blasebalg. Kolibri ist bestimmt aufgemalt, da werde ich alles drauf. Schürhaken, hm, da. Schaufel und Hammer muss doch zu finden sein. Oder? Da ist zum Beispiel das weibliche Symbol. Ist das Lost in Translation? Oder sagt man da Mars-Symbol? Wo ist denn der Kolibri? Das da? Ne, ist ja kurz aus. Kolibri. Das finde ich ja nie. Schaufel und Hammer. Und das 1-Minuten-Ding schaffe ich auch nicht. Da ist der Hammer. Achso, meint er die Schaufel? Achso, okay. Das würde ich aber auch nicht als Schaufel bezeichnen, sondern mehr so als Kohle. Ja gut, Kohleschaufel vielleicht. Jetzt noch der Kolibri. Und da weiß ich nicht so recht, was er meint. Aber auf der anderen Seite... Hör mal. Selbst wenn er aufgemalt ist, das wird sich doch irgendwie sehen lassen, oder? Ein Kolibri müsste man doch finden. Wenn es richtig übersetzt ist. Aber ich wüsste gar nicht, wie man Kolibri jetzt anders übersetzen sollte. Da kann man doch keinen... Da kann man doch keinen Fehler machen. Axtstiel, ja, das war klar. Ich weiß auch schon, was ich damit soll. Okay, ist hier sonst noch was? Nee, oder? Nicht ernsthaft. Aber was mache ich denn jetzt mit einer Axt? Aber cool, auf jeden Fall. Dachte, da ist nochmal ein Dingelbild. Vielleicht den Ast hacken, damit das Blatt runterkommt? Was nicht, ehrlich gesagt. Bäh. He didn't see me and he left his cabin open. Lucky day. Wieso hat's ja denn immer so geheimnisvoll? Der fremde 3. Habe ich das schon vorgelesen mit dem gesprochen? Naja, das kennen wir schon, glaube ich.
Ich kann es aber nochmal lesen, weil das gehört ja alles irgendwie... Oder? Obwohl, das mit derselben Mann kennen wir doch auch schon. Ich glaube, das ist nur noch das hier. Was hat er vor? Als ich zur Hütte zurückkehrte, sah ich, wie er verschwand. Wenn ich mehr über ihn erfahren will, ist es nun Zeit dafür. Durchsuche die Hütte, bevor er zurückkommt. Ich glaube, das ist alles. Also ich glaube, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Ja doch. Aber jetzt gehen wir erstmal zur Axt, weil ich denke, das gehört so. Wobei ich erstmal nicht weiß, was ich damit soll. Aber ich finde es gut, dass ich weiterkomme. Da macht es dann auch Spaß. Ja? Okay. Was ist das, eine Angel? Aha. Ich habe dieses Vogelrelief schon einmal... schon einmal gesehen. Was ist denn los heute? E plus R. Ich bin so nah dran. Emily. Ich gebe nicht auf. Oh, ist das vielleicht der Freund von Emily, die damals... Also, wie hat die geheißen? Emily... Ich weiß gerade nicht mehr. Die damals umkam. Es wird der Freund sein und der wird auf eigene Faust ermitteln. Emily. Ist diese Vermisste, nach der Hamilton gefahndet hat? So? Ja, ja, das ist die aus den Beweisen. Oder nicht? Naja, die halt. Kann ich das anschauen? Ja, die. Genau. Emily Smith. Und ich denke, vielleicht ist das der Freund von ihr oder so? Der mit dem Hut, dass er auf eigene Faust nach ihr sucht? Glaub schon. Ich denke, das ist das. Hm? Das wird so ein Medaillon sein, die... die beiden vielleicht irgendwie getragen haben. Oder nur sie oder so als Geschenk oder so. Ja, ja. Oh, das ist der Zinnsoldat. Jetzt läuft's aber. Von unserem ersten Kuss am 2.2.1976 bis auf ewig. Ja, ja, das ist er. Er sucht seine Freundin oder was heißt suchen, vielleicht nicht. Will sie vielleicht rächen oder so. Er ist es. Detective Richard Hamilton und die Frau Emily. Ach so, das ist der Hamilton Detective. Ach so. Aber die kennen sich trotzdem privat, also. Verstehe. Okay, also er ist Hamilton. Der lebt also noch. Ja, das ist Emily. Cool. Und das ist der Zinnsoldat. Neue Schlussfolgerung verfügbar. Ja, das glaube ich. Da habe ich ja gerade schon überlegt. Aber wo packe ich das rein? Detective Hamilton. Achso, ja, das ist natürlich dann hier. Detective Richard Hamilton mit seiner Freundin. Ist dies Emily, die vermisst wurde? Würde ich sagen, ja. Jetzt läuft's. Der Fremde ist Hamilton. Notizen Emily Smith mit 23. Emily, die Vermisste, nach der Hamilton gefahndet hat. Anscheinend war sie nicht nur ein Fall. Ja, sag ich ja. Sie waren Geliebte. Sie waren Geliebte? Sie war eher seine Geliebte, oder? Das ist er. Der Fremde ist Richard Hamilton. Er ist... Oh, nee. Es ist Hamilton. Richtig. Ich muss wissen, was er vorhat. Ich bin so nah dran. Emily, ich gebe nicht auf. Aber die wird ja wohl kaum noch leben. Wenn das 1976 war, ich weiß ja nicht, wann das Spiel spielt. Aber die wäre ja schon ein Skelett. Ich muss die Hütte gründlich durchsuchen. Wohl, vielleicht war das das Skelett aus dem anderen Haus da. Neues Ziel, die Hütte. Ziel erreicht der Fremde. Huch, das war das Falsche. Bom. Ja, genau, die Hütte durchsuche. Hamiltons Hütte nach Hinweisen zum Fall. Seht ihr mal, was ich alles schon abgefrühstückt habe. Heilige Makrele. Holy Makrelio. Mackerel. Holy Mackerel. Und wir kommen auch bei dem Zinnsoldat weiter. Jetzt läuft's aber. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht endet es eher bald, aber so bald offensichtlich nicht. Oh, oh, ist das ein Wimmelbild? Das können wir nicht mehr machen, wenn es eins ist. Das ist nicht gut. Das ist bestimmt eins, wenn ich da schaue, was da für Gerümpel rumliegt. Und wenn ich so überlege, diese Klappe hier ist mit Sicherheit auch spannend. Wobei, wir können sie ja mal aufmachen. Wir müssen ja nicht gleich reingehen. Oh, es fehlt was? Was ist das? Der Griff fehlt. Der Griff fehlt? Na gut, aber da können wir den Schraubenzieher vielleicht usen oder so. Geht das nicht? Nein. Einhacken? Auch nicht. So vielleicht? Nee, das geht nicht. Komisch, komisch, komisch. Ja, keine Ahnung. Dann werden wir das Wimmelbild erst machen müssen. Aber meine Freunde, das kann ich in dieser Folge nicht mehr machen. Welche jetzt somit auch rum ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich hatte Spaß, weil es endlich auch mal ein bisschen weiter ging und das Ganze hier auch mal Fahrt aufnahm, endlich mal wieder. Und ja, also morgen kommt auf jeden Fall noch eine Folge. Ich dachte mir, ja, so zwei werden es schon werden. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet wieder ein. Naja, und da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin, tschüss.